Hallo an alle Schützegeborenen, herzlich willkommen zur Aprillegung. Natürlich auch hallo an alle, die den Schützen im Aszendenten haben, im Mond haben, in der Venus haben. Und an alle Crosswatcher, hallo diejenigen, die auf einen Schützen schauen. Ja, wir starten mit den Karten, gucken, was der April für euch so bringt in Sachen Liebe und Beruf. Und natürlich gilt wie immer, sie kann mit dir resonieren, diese öffentliche Legung, sie muss es aber nicht. Vielleicht resoniert auch nur ein Bestandteil. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, schau für dich selbst, ob du hiermit in Resonanz gehen kannst oder nicht. Wenn nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Okay, so, wie gewohnt kommt jetzt erstmal die Herausforderung im April für den ein oder anderen Schützen. Wir starten. Liebes Universum. Okay, die Feder fällt raus. Ja, zum einen Leichtigkeit, ne? Auch leichte Kommunikation, die sich ja hier so ein bisschen herausfordernd darstellen könnte. Beziehungsweise auch durchaus kann eine Feder zum Unterzeichnen, zum Unterschreiben benutzt werden. Auch das könnte vielleicht schwierig sein, einen Vertrag zu unterzeichnen. Wir fragen mal das Tarot als klärenden Impuls. Warum ist Leichtigkeit die Schwierigkeit im April? Ja, es möchte etwas in den Abschluss gebracht werden, ne? Die Welt. Es geht um Veränderungen, es geht um Reflexion, um Grenzen. Es geht auch um Optimismus, es geht um die Gemeinschaft, um Freude, es geht um das Ende von Karma, den inneren Frieden und den sicheren Erfolg. Und natürlich ganz klar auch um das Happy End. Ja, hier ist eine Meisterschaft. Du beendest etwas und das bringt dir Leichtigkeit, aber dennoch tust du dich schwer, gefühlt in einen neuen Zyklus hineinzugehen. Weil dieses Neue, was dann natürlich als logische Konsequenz kommt, ja, der Neuanfang, der Nah, die Null quasi, ne, die auch so ein bisschen doch wieder Kummer und Sorgen bereitet. Das ist so, als wenn du deine Ausbildung beendet hast und jetzt davor stehst, ja, den Job danach tatsächlich anzunehmen. Ne? Zum einen bist du hier natürlich mit dem, was du geschaffen hast, ein Mensch geworden, hast dich weiterentwickelt, weitergebildet, aber so ein bisschen Angst vor dem Neuen ist halt auch noch da. Und das wäre so ein Vertrag mit dir selbst, den du jetzt neu verfassen darfst, ne? Weil du jetzt auf einer neuen Stufe deines Daseins bist. Und das, ja, tut dir ein bisschen weh. Da tust du dich ein bisschen schwer mit. Okay. Wir schauen jetzt auf das Thema Erfolg und Errungenschaften im April. Was kann denn der ein oder andere Schütze hier als Erfolg verbuchen, liebes Universum? Was kann der Neuanfang? Oh, ich liebe es ja, wenn das, was sich als Herausforderung darstellt, auch gleichzeitig als ja, Erfolg zu verbuchen ist. Ne? Die Lotusblüme, ein Lotusblümchen, ja. Die Lotusblume steht natürlich dafür, jetzt wirklich einen puren, reinen, unbedarften Neuanfang zu machen, unabhängig davon, wie es im Außen gerade aussieht, sondern einfach straight zu scheinen, dein Ding zu machen, einfach du zu sein. Ja, die ohne Gedanken machen zu müssen, was im Außen gerade für Negativität herrscht. Der pure, reine Neuanfang. Was kriegen wir denn hier noch als Zusatzinformation? Oh, den Eremiten. Da hätte ich aber gerne noch eine Klärung drauf. Vielleicht ist es einfach raus aus der Isolation, raus aus diesem ewigen Suchen nach etwas, sondern einfach machen lassen. Bitte noch eine Klärung. Ja, einfach machen, ne? Paradigmenwechsel. Du weißt, du bist im Wandel. Und das, die eine erfolgreich beendete Ausbildung, ne, bringt natürlich letztendlich auch das Leben. Das Leben ist ja ein stetiger Wandel, das Leben ist eine stetige Weiterentwicklung, eine Weiterbildung. Das hört auch nie auf, dessen darf man sich bewusst sein. Und jetzt möchte ich hier gerne, wie gesagt, die Welt sagt Paradigmenwechsel, der Hierophant sagt Paradigmenwechsel. Und du kommst jetzt hier aus deinem Schneckenhaus heraus, das ist sehr gut, ne, bist nicht mehr so in dieser, wie sagt man, ja, Rückzug aus dem Leben und in der Entbehrung, ja, diese ewige Suche nach Heilung, auch das hört jetzt auf.
Weil das sorgt nämlich immer für dieses Rastlossein. Ne? Man sucht und sucht und sucht und sucht und wird überhaupt nicht fündig. Also hier geht's raus. Die Negativität im Außen, die macht dir jetzt überhaupt nichts mehr aus. Ne? Die Lotusblume, die wächst ja auch in so schlammigen Gebieten, macht sich zu und präsentiert sich dann wieder, wenn der Tag anbricht. Und der ist es völlig egal, die scheint einfach und die fällt auch auf. Ne? Vielleicht geht es auch darum, jetzt endlich wieder aufzufallen, vielleicht jemandem aufzufallen. Wir gucken mal. Und deswegen schauen wir jetzt auf das Thema Liebe und Beziehungen im April. Liebes Universum, was zeigt sich denn da so grundenergetisch für den einen oder anderen Schützen in Sachen Liebe? Eine Umbruchssituation mit den Wolken. Da verändert sich etwas. Und wir haben hier ein einschneidendes Erlebnis. Entweder ist es noch eine Verletzung der Vergangenheit, die sich langsam wandelt jetzt, ne, dass du da rauskommst. Oder wir haben hier wirklich ein einschneidendes Erlebnis, weil die Sense zeigt in die Wolken, ne? Wolken, na gut, Wolken klein haxeln ist jetzt unbedingt nicht unbedingt das richtige Wort, aber Wolken sind ja schon eine Ansammlung von Wasser, Wasser im Verstand. Und gerade wenn es in die Emotionen wieder zurückgehen soll, müssen diese natürlich abregnen, weil nur dann ist der Blick frei auf den Sternenhimmel, der Blick frei auf die Sonne. Und ja, dieses einschneidende Erlebnis hier, das kann durchaus hilfreich sein, um ja kleine Wolkenstückchen zu machen. Ach Leute, die alle, die jetzt Kopfkino haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr wurdet geinfluenced von mir, ja. Kleine Wolkenstückchen, die natürlich doch irgendwo noch ein bisschen mehr Licht durchlassen und vielleicht auch leichter abregnen können. Ja, sie räumen so ein bisschen den Platz frei. Also ich habe wirklich schon das Gefühl, ihr möchtet noch ein bisschen den negativen Gedanken, so den Gar ausgemacht werden. Ne? Ich nenne sie immer kleine Gremlins. Und ja, dadurch kann natürlich hier auch eine Ernte eingefahren werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, man erntet einfach Wölkchen und bringt sie zurück auf die Erde, in die Erde, ja, durchnässen, wieder Emotionen da, wo sie hingehören, ins Herz und natürlich auch in die Erde und nicht mehr in den Verstand, damit oben das Krönchen komplett frei ist. So, wir gucken mal ins Tarot. Was kriegen wir denn da so Schönes? Der Wagen, ja, Emotionen, der Wagen, Krebsenergie. Hier geht's vorwärts. Auch wenn du hier noch ein bisschen reflektierst, meditierst. Ey, Männers! Meine Katzen drehen hier gerade wieder völlig durch. Die muss ich gleich erstmal zügeln. Und die Hohepriesterin ist auch Wasserenergie. Die ist dem Mond zugeordnet. Also, du ergreifst hier langsam Maßnahmen. Also zum einen reflektierst du noch darüber, ja, wo du vielleicht mal deine emotionale Fülle verloren hast, ne, wo sie in den Verstand hineingegangen ist. Aber andersrum, auch mit der Dualität hier in dir, also der Hohepriesterin, ne, klares Herz, klarer Verstand, bist du auch wieder in der Lage, auf deine Intuition zu hören. Und weil wir hier wirklich komplett Wasserenergie liegen haben, ist es scheinbar hier so eine kleine Sinnflutenergie in dir. Du wirst emotional durchflutet. Ja, triffst hier auch eine Entscheidung. Es kann durchaus sein, dass hier mit dem Ast der Schwerter, ja, weil das ja so eine Erkenntnis ist, so ein Durchbruchenergie ist, so ein Aha-Moment ist, Kommunikation der Grund dafür ist, dass du dich hier wieder emotional durchfluten lässt. Ja, wie gesagt, es geht hier um das Intensive, es geht um das Liebevolle, es geht auch mit der Hohepriesterin um diese, ja, weibliche Energie, ne, auch Erleuchtung, auch dafür steht sie, ne, Hierophant. Grundsätzlich sind es hier sehr viele Energien, die auf Erleuchtung hindeuten, ne, das Innere wieder nach außen kehren, dein Inneres Leuchten auch wieder nach außen zeigen, dich nicht mehr unscheinbar machen. Und so ist es auch hier. Und wie gesagt, Kommunikation, ne, Wolken können natürlich auch für Kommunikation stehen, sorgen dafür, dass du hier erkennst, ey, warte mal, irgendwo bin ich ja hier emotional noch so ein bisschen in der Stagnation und darf jetzt wirklich aus dieser Apathie und vielleicht auch aus den
daraus resultierenden eigenbildenden Problemen langsam wieder rauskommen, weil hier neue Fülle wartet. Und wie gesagt, hier geht es ja sehr schnell vorwärts. Ne? Kommunikation, ne, könnte durchaus auch der beschleunigende Faktor in der ganzen Angelegenheit sein. Oh, ich habe schon so viel geredet heute. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich euch jetzt als Letztes hier nehme und die restlichen drei Legungen morgen mache. Mal gucken. Und mit dem Wagen ist es ja auch wirklich Aufbruch, ne? Neuanfang, Sieg über Hindernisse und auch Entschlossenheit. So letztendlich aber auch eine Reise und auch die innere Suche nach Wahrheit, ne? Und auch die Hohepriesterin ist ja doch irgendwo auf der Suche nach Wahrheit, lässt sich aber von ihrem Instinkt leiten, von ihrer Intuition leiten. Ja, und wie gesagt, die Sense, Ass der Schwerter, ne, beides Werkzeuge, die genutzt werden können, um eben hier einfach auch, ja, einen emotionalen Umbruch herbeizuführen. Ich will nicht sagen, dass es hier eine Diskussion gibt, aber es kann vielleicht auch durchaus ein hartes Wort fallen von irgendjemandem. Aber letztendlich sorgt es dafür, dass sich deine Wolken abregnen und du erstmal wieder, ja, feuchte Füße bekommst, feuchten Boden wahrnimmst, der letztendlich auch fruchtbar genutzt werden kann. Weil trockenen Boden zu beackern, da brauchst du schweres Gerät für, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier ist irgendwas Klärendes, was dich emotional ja so wirklich durchflutet. Und damit baust du oder erschaffst du ja auch die Grundlage für emotionale Erfüllung, die dann eben auch mit einem Menschen gelebt werden kann. Ja, das ist so ein bisschen Vorarbeit hier. Wir schauen auf das Thema Finanzen und Beruf im April. Liebes Universum, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Basis, Stabilität. Okay, also Finanzen fließen hier. Da muss ich mir beim Schützen gar keine Sorgen machen. Mache ich mir auch generell eher wenig. Ne? So ein Schütze in der Grundenergie, der ist schon sehr fokussiert, sehr ehrgeizig. Ja, manchmal ein bisschen impulsiv, aber in der Regel fängt er sich auch schnell wieder. Ne? Wichtig ist beim Schützen immer, die müssen manchmal lernen, sich nicht so verbissen auf etwas zu fokussieren, sondern auch immer mal wieder so den Blick aufs große Ganze zu setzen. Ne? Weil wenn sie so verbissen sind auf eine kleine Sache, dann verlieren sie auch gerne mal so ein bisschen den Mut, die Geduld, da weiterzumachen. Also hier ist eine gute Basis, hier ist die Stabilität, die Finanzen fließen, die Fülle ist da. Wir haben hier den Herrscher, kann für ein Gegenüber stehen, ne? Ein Chef, ein Kollege. Und hier ist auch ein geduldiger, langsamer Reifeprozess angezeigt. Man wartet hier auf die Früchte der harten Arbeit, aber sie sind letztendlich schon da, ne? Blütezeit. Als ich heute Morgen von der Arbeit nach Hause gefahren bin, habe ich auch gedacht, so steht da an der Ecke ein Kirschbaum. Jetzt sehe ich hier gerade so, ich glaube, das ist ein Kirschbaum, wenn ich das richtig sehe, Kirschblüten. Und ja, die blühen jetzt halt. Ne? Das ist so die Vorarbeit, die der Baum für sich geleistet hat, in dem Fall auch du für dich geleistet hast. Ne? Die Zeit läuft, das Ende ist schon in Sicht, also die Erntezeit ist schon in Sicht. Und das ist einfach dieser langsame Reifeprozess. Und ja, es ist auch so ein bisschen das Reflektieren über deine eigene Seelenreise, ne? Das Zeichen auch weiterzumachen und damit auch mit Verantwortung weiterhin Wachstum zu generieren. Ich wüsste aber gerne, was hat der Herrscher hier zu suchen? Ist das hier vielleicht irgendwie sowas wie ein Jobangebot? Da haben wir die 5. Der Stäbe. Ja, hier haben wir so ein bisschen Kooperation angezeigt. Ne? Das Ende von Anspannungen zeigt sich an. Dennoch aber auch unbedeutende Bedenken, die vorhanden sind. Ja, hier geht es darum, sich mit jemandem noch zu einigen. Ja, zusammenzuarbeiten, gemeinsam irgendwie was zu machen. Es kann sein, dass du vorher irgendwas auf Arbeit immer alleine gemacht hast.
Ja, und jetzt hast du hier jemanden an deiner Seite, der, ja, mit dem du zusammenarbeiten sollst. Und da kann es natürlich sein, dass es vorher einen Konflikt gab oder generell die Energie noch so ein bisschen konfliktlastig ist, weil die Fünf der Stäbe natürlich auch für Streitigkeiten, ne, für Rivalität stehen, aber eben doch gleichzeitig für das Ende von Anspannungen und dementsprechend auch die Zusammenarbeit stehen, dass man eben gemeinsam für das Ziel oder ja doch für das Ziel letztendlich auch arbeiten kann. So, und dann brauchen wir natürlich noch die dritte Karte hier für. Und das Ding ist auch, ihr beide seid euch nicht ganz unähnlich, ne? Auch der Herrscher ist ja eigentlich die Widderenergie. Kann sehr feurig, sehr stur sein. Und da ist es mit dem Schützen ja auch nicht so anders, ne? Also das kann der Schütze ja auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, Feuer und Feuer. Ich habe das Gefühl, hier wird so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpft. Ja. Weil wir hier auch ein wichtiges Ereignis haben. Wir haben hier einen Durchbruch, eine Befreiung und auch eine Reinigung liegen mit dem Turm. Und ja, wie gesagt, ein wichtiges Ereignis, was auch irgendwie, ja, für eine Desillusionierung stört. Es kommt sehr unerwartet, bringt auch gerne mal so einen kleinen, kurzen Sicherheitsverlust mit sich, aber letztendlich auch eine Druckentlastung. Vielleicht geht es hier einfach darum, dass du Hilfe bekommst. Ja, dass du nicht einen auf Übermutter oder Übervater machst und alles alleine regeln kannst und willst und musst und überhaupt und keine Ahnung, ne? Sondern dass du hier wirklich eine Unterstützung an deiner Seite bekommst, diese Unterstützung aber im ersten Moment so als Konkurrenz ansiehst. Ne? Und dass es hier wirklich darum geht, in einem Team zusammenzuarbeiten, hier eine Basis zu schaffen, um dann letztendlich auch, ja, ne? Die harten Früchte, die harten Früchte, ja, die Früchte der harten Arbeit zu ernten. Also hier so in Sachen Beruf, Finanzen, kleiner Schockmoment, aber eigentlich nur, um dich positiv letztendlich auch weiterzubringen. Ne? Und manchmal braucht man einfach auch in einer Angelegenheit Unterstützung. Vielleicht ist es aber jemand, mit dem du schon mal zu tun hattest. Fällt mir nämlich gerade noch ein, weil die 7 der Münzen ja auch so für. Wie sagt man, Zeichen aus der Vergangenheit stehen, dass du vielleicht mit einem Menschen, mit dem du schon mal eine Streitsituation hattest, ja, jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand nochmal zusammengeführt wirst und dass dann sich eben das Ende von Anspannungen abzeichnet, ankündigt, genau, und ihr hier wieder auf eine gemeinsame Basis kommt. Und auch da wird natürlich irgendwo ein altes Ego zerstört und eine gewisse Druckentlastung ebenfalls herbeigeführt. Ne? Also das ist auch durchaus möglich. Gut. Spannende Energien, liebestechnisch Vorbereitung hier, ne? Wieder von Emotionen durchfließen lassen. Hier vielleicht einen alten oder einen neuen Kampf beenden, gemeinsam arbeiten, auch sehr spannend. Wie gesagt, purer reiner Neuanfang, ne? Leichtigkeit fällt hier noch so ein bisschen schwer. Ja, wir schauen mal, was sich so entwickelt. Ich bin natürlich auch gespannt auf den Mai. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Vielleicht ist das Universum gnädig, obwohl ich natürlich schon ein bisschen neugierig wäre. Ja, und jetzt gibt es noch zum Schluss den Tipp vom Universum, was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Kannst du natürlich auch annehmen, musst du nicht. Na, je nachdem, wie es mit dir resoniert. Okay, liebes Universum, was sollte denn der ein oder andere Schütze hier auf jeden Fall tun? Ja. Sich selber weiterentwickeln, weiter ausbilden. Ein Gleichgewicht schaffen zwischen der Elemente, ne, auch die Elemente alle zusammenkommen lassen. Und dazu gehört es natürlich auch, Wasser wieder in die Erde zu bringen. Und natürlich auch, ja, im Team arbeiten. Gemeinsam löst es sich einfacher. Das gilt sowohl hier arbeitstechnisch als auch hier in der Kommunikation. Auch wenn wir hier jemanden im Verborgenen liegen haben. Obwohl kann natürlich sein, vielleicht ist es ein Krebs, mit dem du zu tun hast, ne, der dich emotional mal so ein bisschen durchnimmt und dir mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Kann natürlich sein. Aber grundsätzlich ist wirklich wichtig hier, erlaube dir wirklich, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Diese Menschen kommen in dein Leben für dein höchstes Gut.
Und natürlich auch für deren höchstes Gut, ne? Also das Universum bringt ja auch wirklich nur Menschen zusammen, die auch einen Seelenvertrag miteinander haben, wo einfach etwas geklärt werden möchte. Und in dem Fall sind sie an deiner Seite, um dich zu klären. Genauso bist du aber auch an deren Seite, um sie zu klären. Nur in dem Fall sieht es so aus, als wenn jetzt wirklich Menschen auf dich zukommen, um dir erstmal so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung zu geben. Deswegen ist Zusammenarbeit angesagt. Ja. Was sollte der Schütze nicht tun? Was sollte der Schütze nicht tun, liebes Universum, im April? Was sollte der Schütze nicht tun? Na, die wollte nicht so ganz. Was solltest du nicht tun? Ja. Du solltest dich nicht in einen Widerstand begeben, nicht kleinlich werden, dich nicht aufopfern und wie gewohnt weitermachen. Ja, lass dich vom Leben überraschen, stell dich auf neue Dinge ein, heiße diese neuen Dinge auch willkommen, auch wenn sie dich erstmal so ein bisschen komisch fühlen lassen, auch wenn du denkst, was soll das jetzt, ne? Warum ist da zum Beispiel eine Wiederbegegnung mit jemandem, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, ne, wo eben noch Diskrepanzen vorhanden sind. Lass dich einfach darauf ein. Ja, letztendlich geht es ja hier mit dem Gehängten auch um die Bestimmung und sich einfach mal so ein bisschen locker zu machen. Wie sage ich immer so schön, chill mal. Alles klar? Gut. Damit entlasse ich euch in den April. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet oder mehr von mir sehen möchtet, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Lasst mir auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann vielleicht bis ganz bald. Einen schönen April, ihr Lieben.